Hey Leute und herzlich willkommen zu MH-Mobbing Teil 4. Yay, schon Teil 4. 4, nicht 4. Und ja. Bei Teil 3 ist ja Jake ins Haus gestürmt von Lucy. Und jetzt sehen wir, was das auf sich hatte. Also freut euch drauf, bleibt dran und los geht's. Jake, was willst du hier? Alle denken, dass wir die größten Arschlöcher sind, obwohl wir nichts gemacht haben. Das ist doch nicht fair. Aber was sollen wir unternehmen? Es gibt nichts, was wir tun können. Nervt er dich, Lucy? Nein, Mama. Es ist wegen einem Referat. Wir klären das gerade. Ach so, dann gehe ich mal. Ein Referat? Notlüge, sonst wäre sie die ganze Zeit hier geblieben. Ich komme mir auch total idiotisch vor. Wieso das denn? Sag schon. Keine Angst. Ein Referat? Du kannst mir doch ruhig sagen, dass du einen Freund hast. Mama, auf jeden Fall gehe ich jetzt erstmal zur Schule und kläre die Sache mit dieser Clara. Du hast es deiner Mutter erzählt? Was hätte ich denn tun sollen? Ich hätte mich das nicht getraut. Du bist auch ein Junge, die sind immer stark und so weiter. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt los. Miss Screams... Ja, Miss Longwood, setzen Sie sich doch. Lucy hat Probleme in der Schule mit einer Mitschülerin. Es wurden schlimme Sachen ins Internet von ihr gestellt und sie wird gedemütigt. Von wem? Einer Clara. Sie ist das Problemkind unserer Schule. Ich werde mich darum kümmern. Dankeschön. Ich sollte kommen wegen meiner Tochter? Genau. Setzen Sie sich, Miss Sterlock. Was gibt es denn so Wichtiges, dass Sie mich von meiner Arbeit weglocken müssen? Ihre Tochter beleidigt meine Tochter und stellt Sachen von meiner Tochter ins Internet, die gar nicht stimmen. Sie wird so Ärger bekommen. Sie können damit rechnen. Hallo, Mama. Du bist schon von der Arbeit zurück? Wieso so früh? Ich wurde in die Schule geschickt, wegen Clara. Ist das wegen der Sache mit dieser Lucy? Wieso hast du mir nicht davon erzählt? Ich dachte, das klärt sich von selbst. Ich dachte, Clara hört irgendwann von alleine auf. Dem war wohl nicht so. Ich gehe dann mal in den Zimmer. Clara, dein Tablet gehört jetzt mir. Was habe ich gemacht, Mama? Du verbreitest keine Lügen und auch keine anderen Beleidigungen oder sowas über andere Leute mehr. Ja. Was? Du weißt schon. Ich werde Lucy die Hölle heiß machen. Und das war auch schon wieder Teil 4. Was wird Clara unternehmen? Und wird das noch Konsequenzen für Lucy haben, dass ihre Mutter in die Schule gekommen ist? Liken, abonnieren, kommentieren und die nächsten Folgen schauen. Ciao!